Der britische Premierminister Winston Churchill sagte einst am Ende des Zweiten Weltkrieges, dass die deutsche U-Boot-Waffe das einzige war, was ihm wirklich Angst machte. Bis heute stehen die U-Boote des Dritten Reiches in diesem Krieg für gnadenlose, stille und stählerne Killer der Tiefe, welche ahnungslose Handelsschiffe der Alliierten wie aus dem Nichts angriffen. Wie ihnen die deutsche Luftwaffe es nicht geschafft hat, Großbritannien in die Knie zu zwingen, stellten die deutschen U-Boote eine ernsthafte Bedrohung für das Überleben dieses Landes dar. Tausende Tonnen von überlebenswichtigen Materialien, welche hauptsächlich aus Nordamerika kamen, wurden durch diese U-Boote auf den Grund des Meeres gebracht. Doch das deutsche Jagd-U-Boot des Zweiten Weltkrieges ist keine mystische Sagengestalt, sondern es war eine reale, komplexe Waffe, bei welcher jedermann seinen festen Platz und Aufgabe hatte. Der kollektive Erfolg war von jedem einzelnen Bootsmitglied abhängig. Doch wie war das Leben für jeden Einzelnen auf so einem deutschen U-Boot? Unter welchen schwierigen Bedingungen mussten diese Männer ihren Dienst auf einer Feindfahrt verrichten, welche über mehrere Monate gedauert hat? In diesem Video klettern wir in das Innere eines deutschen Jagd-U-Bootes im Zweiten Weltkrieg und versuchen den Alltag und die Umstände, welches jedes Mitglied durchleben musste, besser zu verstehen und nachzuvollziehen. Los geht's! Von allen U-Boot-Klassen, welche durch die deutsche Kriegsmarine während des Zweiten Weltkrieges in die Unweiten der Ozeane geschickt wurden, war das U-Boot von Typ 7C das meistgebaute und eingesetzte Modell und bildete das absolute Rückgrat der deutschen U-Boot-Waffe in diesem Krieg. Mit 577 produzierten Stück stellt dieses U-Boot nicht nur das meistgebaute U-Boot im Zweiten Weltkrieg dar, sondern auch aller Zeiten. Der Atlantik erstreckt sich über mehrere Tausende von Kilometern und so betrug die Reichweite dieses Modells 12.000 Kilometer bei 12 Knoten. Dies war insofern wichtig, wenn die alliierten Konvois weit draußen auf dem Atlantik abgefangen werden mussten. Genau mitten auf dem Atlantik konnten britische, kanadische und später US-amerikanische Flugzeuge für die Schiffskonvois keinen Luftschutz bieten. Der Hai aus Stahl vom Typ 7C verdrängt nur 761 Tonnen Wasser, was ungefähr die Hälfte eines damaligen typischen Zerstörers war. Weiter war dieses U-Boot 67 Meter lang, 6,2 Meter breit und 9,6 Meter hoch. Auf diesem engsten Raum mussten um die 50 Mann leben, arbeiten, schlafen und gegen die alliierten Schiffe kämpfen. Doch die genannten Zahlen können immer noch nicht die Enge und den Platzmangel beschreiben, welcher an Bord eines solchen U-Bootes herrschte. Weiter wurde jeder nicht genutzte Platz mit irgendetwas ausgestopft. Elektrische und mechanische Ersatzteile, Waffen und natürlich Lebensmittel wurden für eine lange Feindfahrt in nur jeden erdenklichen Platz gequetscht. Ein deutsches U-Boot des Zweiten Weltkrieges wurde nicht für eine Vergnügungskreuzfahrt gebaut. Das U-Boot war eine brutale Kriegswaffe und umfasste als solches eine Bewaffnung von 14 21 Zoll Torpedos, welches in einem Gefecht in die Torpedorohre geladen wurden. Das U-Boot vom Typ 7C hatte vorne 4 Torpedorohre und eins hinten im Bug. Doch die beste Waffe war nur so gut wie die Person, welche diese benutzte. Und diese Person musste stark und gesund sein. Diese braucht zuvor ein gründliches Training an dieser Waffe und später auf der Feindfahrt eine gute und stärkende Ernährung. Genau so stand es um die deutsche U-Boot-Besatzung. Doch an Land bestand in Kriegstagen die Versorgungskette von der Fabrik bis zur Frontlinie und war beinahe immer intakt. Doch für die U-Boot-Männer gab es keinen solchen Luxus. Diese hatten nur das, was sie vor der Abfahrt an Bord geladen haben. Das bedeutet, jeder Winkel, jede Ecke an Bord wurde mit Lebensmitteln zugestopft, die benötigt wurden, um die Männer am Leben zu halten. So hingen geräucherte Würste, trockenes Fleisch und Käse über den Köpfen an der Decke. Das bedeutet für einen Zeitraum von 3 bis 12 Wochen, manchmal sogar länger und abhängig von der Anforderung für die Feindfahrt, wurden dementsprechend Tonnen von Lebensmitteln in so ein U-Boot geladen.
Die deutsche Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg hat es schon früh verstanden, wie wichtig die passende Ernährung ist und etablierten ein System, welches auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der U-Boot-Besatzungen abzielte. Weiter verstand die deutsche Kriegsmarine die psychologischen Vorteile, wenn die Crew regelmäßige und warme Mahlzeiten, bei der es ab und zu auch Obst gibt, bekommt. Diese Mahlzeiten bildeten auch einen gewissen Trost in den unweiten, kalten Gewässern des Atlantiks und den Stress der langen Feindfahrt abzubauen. Weiter halfen die Mahlzeiten, Kameradschaften zu etablieren, wenn gemeinsam gegessen wird. Die Männer auf so einem deutschen U-Boot hatten oft mehrere Rollen, welche sie bekleideten. So war zum Beispiel der Navigator, welcher auch unter anderem als Quartiermeister fungierte. Dieser war dafür verantwortlich, dass das U-Boot mit Trinkwasser, Lebensmitteln und Ersatzteilen gut beladen ist, bevor es in See sticht. An Bord gab es nur sehr begrenzte Möglichkeiten, einer Kühlung um frische Lebensmittel lange zu halten, und so wurden die frischen und leicht verderblichen Lebensmittel gleich am Anfang der Feindfahrt verzehrt, wie zum Beispiel Frischfleisch und frisches Brot. Später griff die Mannschaft dann auf geräuchertes, getrocknetes Fleisch und Konserven zurück. Die U-Boot-Küche, die Kombüse, in der der sogenannte Smoot, der U-Boot-Koch, das Essen zubereitete, war sehr klein und verfügte nur über die nötigsten Töpfe, Pfannen und Kochbesteck. Weiter hatte es 2 bis 3 Herdplatten, einen kleinen Elektroofen und ein Waschbecken. Angesichts der Monotonie und der damit verbundenen negativen moralischen Einflüsse auf die Stimmung der Mannschaft war der Smoot immer stets bemüht, sein Bestes zu geben. Im Großen und Ganzen störte der Krieg die Mannschaft nicht, denn diese bekam 3 feste Mahlzeiten pro Tag. Das Frühstück bestand aus Kaffee, Buttermilchsuppe, Keksen, Hartbrot mit Butter und Honig oder Rührei. Zum Mittagessen wurde ein Eintopf gemacht. Dieser beinhaltete Kartoffeln, gekochtes Fleisch und Gemüse. Dazu gab es noch eine Portion Obst. Zum Abendessen wurden Würste oder Fischkonserven serviert, dazu Käsebrot, einem heißen Getränk und eine Portion Schokolade. Bei der Dauer der Feindfahrt war es praktisch unmöglich, Vorräte für die gesamte Dauer des Einsatzes zu lagern. So mussten die Lebensmittel später auf der Fahrt irgendwo aufgefüllt werden. So beschäftigte die deutsche Kriegsmarine Versorgungsschiffe, welche sich mit dem U-Boot auf hoher See trafen. Diese Versorgungsschiffe operierten meist aus Spanien, welches offiziell im Krieg neutral war. Als es dann aber später für Spanien zu brenzlig wurde, wurden spezielle Versorgungs-U-Boote, die sogenannte Einheit 14, ins Leben gerufen und diese wurden dann von den U-Boot-Besatzungen als Milchkühe bezeichnet. Im gesamten Zweiten Weltkrieg waren von diesen Milchkühen 24 Stück geplant, aber es wurden nur 10 fertiggestellt. Diese Treffen mit der Milchkuh auf hoher See wurden zu Tag und in der Nacht zu einem gefährlichen und nervenaufreibenden Unterfangen, denn es könnte jederzeit ein alliierter Luftangriff erfolgen. Die Mannschaften der deutschen U-Boote im Zweiten Weltkrieg arbeiteten 24 Stunden lang, hielten somit das Boot in Betrieb und wechselten sich in Schichten ab. Eine Schicht dauerte um die 8 Stunden. Jeder U-Bootmann rotierte sozusagen 3 Schichten immer wieder durch. Es wurden 8 Stunden zum Beispiel Dienst an der Brücke geschoben, dann 8 Stunden geschlafen, dann wurde eine 8-Stunden-Schicht gearbeitet, bei der das U-Boot am Laufen gehalten, repariert oder gereinigt wurde. Dann wieder 8 Stunden schlafen und dann wieder 8 Stunden Dienst an der Brücke und so weiter. Eine der wichtigsten Aufgaben im Dienst war es, bei aufgetauchtem Zustand oben am Turm Wache zu halten. Dabei wurde der Horizont nach alliierten Schiffen oder Flugzeugen abgesucht. Gerade in den Sommermonaten war dies die Lieblingsaufgabe unter den U-Bootsmännern, da es hier frische Luft und Sonnenschein gab. Doch während der Wintermonate war diese Aufgabe wiederum die meist gehasste. U-Boote hatten generell schlechte Seegangseigenschaften zu dieser Zeit. Selbst bei leicht stürmischer See wurde das Boot geschaukelt und mit Wellen übergossen. Die Besatzung auf dem Turm wurde nass, während sie von einem Ende zum anderen des Turms von den Wellen geschubst wurde. So waren Erkältungskrankheiten nichts Neues und Seekrankheit aufgrund des Schaukelns auch. An Bord eines U-Bootes gab es auch sehr limitierte Möglichkeiten, seine Kleidung zu trocknen. Diese wurde meist dort aufgehangen, wo sich der jeweilige Matrose schlafen legte. Und auch die Textilreinigung war an Bord kaum die Regel, da Trinkwasser für sowas nicht verschwendet werden konnte.
Das bedeutet, im Laufe der Feindfahrt begann es im U-Boot zu stinken. Weiter war es auch den U-Boot-Männern unmöglich, sich auf hoher See zu rasieren. Dies hat zu viel Zeit gekostet und hat unnötig Wasser verbraucht. So trugen die U-Boot-Männer ihre Bärte. Die U-Boot-Besatzung unterschieden sich auch von den Matrosen, welche auf den Überwasserschiffen dienten, immer in einer sauberen und herausgeputzten Uniform. Doch als Ergebnis bekamen die U-Boot-Fahrer des Zweiten Weltkrieges von allen anderen Marineeinheiten einen enormen Respekt für ihre Arbeit. Diese dienten einer stickigen und sauberen und beengten Umgebung und bereiteten den alliierten Transport- und Kriegsschiffen große Verluste. Spezialisten in der U-Boot-Besatzung wie der Funker konnten sich im U-Boot relativ frei bewegen, während die Mannschaftler des Bug-Torpedoraums meist dort arbeiteten, aßen und in Kojen oder Hängematten schliefen. Bei so viel Arbeit war Schlaf ein geschätztes Gut. Die Kojen wurden in die wenigen verfügbaren Plätze auf dem U-Boot gequetscht, nämlich in den Hauptkorridor. So wurde der Schlaf meistens durch die Besatzungsmitglieder gestört, welche während ihrem Dienst von einem Ende zum anderen des U-Bootes rannten. Privatsphäre war nicht existent. Weiter gab es nur eine Toilette für 50 Mann. Jeder war dankbar, einen kurzen Moment Ruhe zu haben, während dieser harten körperlichen Arbeit, wie zum Beispiel in einem Bug-Torpedoraum. Eine Reservetoilette gab es, die wurde aber als Stauraum für Lebensmittel verwendet und wurde nur dann benutzt, wenn diese Lebensmittel aufgebraucht wurden. Wenn ein U-Boot sich auf Schleichfahrt befand und ein Ziel anvisierte, war es strengstens verboten, die Toilettenspülung zu benutzen. Es wurde befürchtet, dass dieses Geräusch von den Hydrophonen der alliierten Zerstörer aufgenommen werden würden. Doch dies war nicht die einzige Bedrohung, welche von einer U-Boot-Toilette ausging. Als die Männer der unglücklichen U-1206 feststellten, dass sie mangelhaft an den Umgang mit der Toilette geschult worden waren. Hierbei handelte es sich um eine neue, komplexe Hochdrucktoilette und ein Ingenieur an Bord drehte am falschen Ventil, was die Toilette überflutete und begann das U-Boot weiter mit Seewasser zu füllen. Dieses ging dann weiter zu den Batterien. Seewasser, welches in die Batteriefächer gelangte, war das schlimmste Szenario eines jeden U-Boot-Fahrers. Dies kann Kurzschlüsse verursachen und die Bildung von Chlorgas. Genau das geschah auf der U-1206. Die vor Chlorgas würgenden Männer waren gezwungen aufzutauchen und die U-Boot-Lücken für Frischluft zu öffnen. Das U-Boot wurde sofort angegriffen und die ganze Besatzung verließ das Boot. 4 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben und die übrigen 46 gerieten in die britische Kriegsgefangenschaft. Die U-Boote des Zweiten Weltkrieges wurden auch als Stahlsärge bezeichnet. Mit den fortschreitenden Kriegsjahren wurden immer mehr deutsche U-Boote durch die Alliierten versenkt. Ihre Wirksamkeit und Unverwundbarkeit wurde stark durch die Alliierten eingeschränkt, als diese immer bessere Technologien zur Ortung und zur Aufspürung der U-Boote anwandten. Wie zum Beispiel das Haftorf-Ortungssystem oder der Eagle-Anti-U-Boot-Mörser. Für viele deutsche U-Boot-Männer, welche ihre letzten Lebensminuten in einem dunklen U-Boot weit in den Tiefen verbrachten, während sie über ihnen das Schraubengeräusch eines Zerstörers hörten, welches immer lauter wurde. Wasserspritzer waren zu hören, als Wasserbomben über Bord geworfen wurden. Einen Augenblick später detonierten die Wasserbomben, erst nah und dann ganz nah. Dieses Geräusch der Explosionen war im U-Boot ohrenbetäubend, welches in alle Richtungen geschleudert und gerüttelt wurde. Dann kam die finale Explosion, welches alles beendet hat. Das war es heute zum Leben auf einem deutschen U-Boot im Zweiten Weltkrieg. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.